Es gibt eine Geschichte, die ich im Winter des Jahres 1985 gehört habe. Ein Freund von mir hatte eine Kassette, auf der steht, dass mein Freund in Finnland ihm eine Geschichte erzählt hatte. Und ich hatte großen Respekt vor diesem Freund und dass er mir diese Geschichte erzählte. Sie war, was sie war. Ich hörte mir diese Kassette viele, viele Male an. Ein Freund von mir aus Mitteleuropa, der diese Saga erzählte, der sie von einem Mann aus Finnland gelernt hatte. Die Familie, von welcher diese Geschichte stammt, stammt nach meinem Verständnis von einer der ältesten Familien des Planeten ab. Man nennt sie Bock, B-O-C-K, die Bock-Familie. Und diese Bock-Familie, sie leben in Helsinki, Finnland. Die ganze Familie ist nun verschwunden. Das letzte Mitglied dieser Familie war Ior Bock. Ior wurde in Helsinki, Finnland, am 17. Januar 1942 geboren. Und im Alter von 7 bis zum Alter von 27 Jahren überlieferten seine Mutter Rhea Bäckström und seine Schwester Rachel Bäckström diese Geschichte, diese Saga meinem Freund. Diese beiden Frauen, sie gaben meinem Freund diese Geschichte, die als Bock-Saga überliefert ist und bis 1984 nur in einer Familie auf diesem Planeten weitergegeben wurde. Sie hatten sie von Anfang an für sich behalten. Diese Geschichte ist eine Geschichte, es ist seine Geschichte, es ist eine Saga, welche Bock-Saga genannt wird. Diese Geschichte basiert auf einer einzigen Wurzelsprache, der Root Language, eine erste Sprache auf diesem Planeten. Sie ist auch eine Mythologie, oder wie sie es eine Mythologie nennen. Sie wird auch Vainamonen-Mythologie genannt, es ist die älteste Mythologie auf diesem Planeten. Wir kommen also gerade aus dem. Wir kommen zu einer Insel namens Susisari. Der alte Name für Susisari war Udins. Udins Insel, die Sonneninsel. Der Name, der hier steht, wurde hier von den Katholiken hingestellt, welche Wolfsinsel bedeutet. Rückwärts Susi gleich Isus. Jesus, die Insel des Isus. Und Hell, oder das, was wir heute Helsinki nennen, der neue Name für Hell. Zerstört von den Katholiken in 1050 und im Jahr 1550 bauten sie es wieder auf und nannten es Helsingfort oder Helsinking. Aber der ursprüngliche Name für Helsinki war Hell oder Hellstan, Udenmar. In Hell, Helsinki, gibt es 7 Hügel, die 7 Tempel hatten. Und nun, ein paar Kilometer vor Helsinki, gibt es 7 Inseln. Also diese Inseln, zu der wir hier gehen wollen, ist der wahre Nordpol aus der Zeit vor der Eiszeit. Es ist der Punkt der Achse, auf welchem die Erde stand, gerade nach oben, bevor das Eis auf den Planeten kam und sie kippte. Das ist Udin, die Insel des Udin und die Sonneninsel in finnischer Sprache Hi-Hen-Ma, heiliges Land. Sie sprechen von einem Ort genannt Valhalla. Valhalla, ja, das klingt nordisch. Aber es ist auch finnisch, weil sie hier ein Valhalla-Restaurant in der Gegend haben. Ja, das ist es. Aber das wahre Valhalla geht von hier aus direkt nach unten. Als Ehrensfährt das hier erbaut hat, stand hier vorher eine Burg. Das klingt aufregend, klingt wie eine Geistergeschichte. Es ist nicht so eine Geistergeschichte. Ich weiß nicht, ob Sie jemals von jemandem namens Ior Bock gehört haben. Ja, ich weiß, er hat hier mal als Tourguide gearbeitet, ja. Seine Familie bewahrte eine Geschichte auf, diese wurde auch nur weitererzählt über das finnische Volk, weil dieses nicht mehr wirklich weiß, wo es herkommt. Ja, er hatte sehr viel Freude an finnischer Vorgeschichte, er hatte so eine Art Ausgrabung gemacht. Ich war von Anfang an dabei, der Lemminkäim-Tempel und die Athen-Peserante. Ja, ich kenne diese Geschichte. Sie ist eine sehr berühmte Geschichte. Es ist eine große Geschichte. Wie auch immer, das Museum. Ich müsste kurz für das Video in diesen Raum hier. Okay, lass uns das in diesem Raum machen. Ich stehe auf einer Seite, auf der Susi-Seite.
und Susi heißt Wolf und Sari heißt Insel. Aber vor 1850 hieß diese Insel Udins Ur. Und Udin ist ein Ring. Udin ist alles. Udin war schon immer. Und Udin wird auch immer sein. Udin ist die Sonne. Bevor die Katholiken also um 1050 hierher kamen, wurde diese die Sonneninsel genannt. Und sie benannten sie in Wolfsinsel um. Direkt unter mir stehend in diesem Raum ist der exakte Punkt der Achse, so wie sie geneigt ist. Das ist der alte Nordpol. Vor langer Zeit war die Achse so aufrecht wie hier. Sie war nicht gekippt. Und wenn man bis ganz oben auf die Achse, der Pol, das I, dann war da ein Loch, das direkt unter mir im Boden ist. Im Granit, noch heute, da ist ein Loch. Dieses Loch ist das, was wir Valhalla nennen. Über diesem Loch befand sich ein Tor, das wir Valhalla nennen. Val, wenn Sie dieses Bild finden, auf zwei Runensteinen, was wir auf Englisch und dem Rest des Planeten kennen, ist dies das Tor zum Himmel. So war dies, bis es in 1050 von den Katholiken in Stücke gebrochen wurde. Genau hier, auf diesem Punkt stehend, ganz oben auf der Achse, dem echten Nordpol, kam eine Linie und ging in diese Richtung über den Planeten, ging durch Kreta hinunter bis nach Hawaii und eine andere Linie in diese Richtung nach Russland, um den Planeten, in diese Richtung. Wir sitzen also auf der, wie wir es ursprünglich nennen würden, Meridian. Die Meridianlinie im Englischen, das sind vier Linien, die den Planeten umkreisen. Sie unterteilen den Planeten in vier Hemisphären und wir stehen jetzt genau da, wo sich die vier Ecken der Welt treffen. Wenn Sie von hier aus direkt nach unten gehen, gibt es dieses Loch, wo die Meridianlinie beginnt und herumgeht. Wenn ich mich also herumdrehe, stehe ich in dieser Richtung. Ich kann einen Fuß hierhin und einen anderen Fuß hierher setzen. Somit ist mein rechter Fuß in Westeuropa. Mein linkes Bein steht im Osten. Die Trennung zwischen Ost und West ist also eine Linie, die von hier aus rund um diesen Planeten verläuft. Dies ist die alte Nulllinie. In 1675 wurde die Nulllinie auf der Karte verschoben, in eine Kartensituation. Die Niederländer erstellten eine Karte, eine neue Nulllinie im 19., 18. Jahrhundert, glaube ich. Haben sie diese Linie nach Greenwich, London verschoben, also machten sie das zur neuen Nulllinie. Aber dies ist die wahre Nulllinie des Planeten hier. Also eigentlich ist der ganze Planet eine Stunde daneben von dem, wo wir eigentlich sein sollten. Hier sollte eigentlich die Nulllinie sein und hier direkt unter mir ist ein Loch im Granit. Heute mit einem Holzboden bedeckt, aber wenn man den Holzboden im Keller dieses Museums wegnehmen würde, dann wäre da ein Loch, aber das wurde abgedeckt und sie haben eine Art Stockwerk darüber gebaut, über die Spitze der Achse. Aber wenn man hineinschaut und man eine Ausgrabung machen würde, würde man ein, wir nennen es Kurb oder ein Loch ganz oben auf dem Planeten, ganz oben auf dem I. Wir nennen diese Achse auch I. Und der Punkt über dem A oder I ist der Nordstern. Wenn man also von hier aus direkt nach oben gehen würde, käme man direkt zum Nordstern. Es ist der Polarstern. Dieses Loch auf der Oberseite des I ist das Loch, das I ist das I. Es ist die Bedeutung des Wortes Holy. Wenn Sie von diesem Punkt genau hier in 125 Kilometern ein Radius zu einem Kreis ziehen, werden Sie ein Ringland erhalten, um die genaue Spitze des Nordpols. Und dieses Ringland nannte man Udin-Ma. Udin ist die Sonne, Ma ist das Land, auch Sonnenland genannt, weil die Sonne in der Zeit, die wir Paradieszeit nannten, einen 24-stündigen goldenen Ring um diese Insel zog, bevor der Planet kippte. In der Boxsaga erklären wir eine Zeit vor dem Eis auf dem Planet, was wir das Par-Ad-Is nennen, Paradies oder Paradiese auf Englisch. Und ich glaube, zu diesem Raum gibt es nicht mehr viel zu sagen. Außer, dass wir von hier aus direkt nach unten gehen, ist es das, was wir in der nordischen Mythologie Valhalla nannten.
Dies ist ein Wal, eine Wand und darunter ist ein Hall, ein Loch. Wal bedeutet All, also alles, und La bedeutet Gesetz. Diese Geschichte besagt also, dass alle Seelen und jeder Geist, wenn wir sterben, zurück in dieses Loch gehen. Als wir, also unsere Erde, noch aufrecht saß. Und jetzt gehen wir nach draußen und ich werde eine kleine erwartete Geschichte über diesen heiligsten aller Orte erzählen. Dieses Udenma, das Loch auf der Oberseite des I und das Land drumherum wird das heilige Land genannt. In der Wurzelsprache nennt man es Hel-ik, hellig, hell-ik, der heilige Boden, und im Finnischen Fihema, Fi. He bedeutet heilig und Ma bedeutet das Land. Dies ist das originale heilige Land. Israel ist nicht das heilige Land. Es gibt kein Loch auf der Oberseite des I in Israel. Die ganze Geschichte wurde also verändert. Wir stehen hier also exakt in der Mitte des tatsächlichen heiligen Landes. Wir stehen hier auf der Insel des Uden und in der paradiesischen Zeit gab es hier ein Ringland namens Udenmaa. Sie können jetzt nach Helsinki fahren und Sie können jeden fragen, wo sich Udenmaa befindet, und Sie werden Ihnen antworten, dass Sie sich in Udenmaa befinden. Das ist somit ein Name, den Sie auch heute noch kennen. Um Udenmaa herum gab es 6 weitere Ringländer. Ich glaube, 5 davon zu kennen. Eine ist Estonia, früher Estenmaa. Eine war Russland, Kuihenmaa. Henenma, Livenma, Turenma, Richtung Turuku, auf jeden Fall 6 Ringländer, um eines herum also 7 Ringländer auf der ersten Oberseite des Planeten. Von diesen 7 Ringlandschaften wurde der ganze Planet in 250 Kilometer Ringlandschaften aufgeteilt, mehr als 2000 Ringlandschaften, und in jedem dieser Ringlandschaften lebten 3 Klassen von Menschen. Jarl-Aal, Karl-Aal und Trell-Aal. Jarl, Karl und Trell. Jarl im Englischen ist der Earl. Karl ist der niedrigere Adel, Handwerker oder heute Mittelstand. Und Trell, welche wir die Serf nennen, somit haben wir 3 Klassen von Menschen. Dieser Hügel, auf dem wir gerade stehen, so nennen wir ihn im Finnischen Kuuntelavuori. 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 Ku ist der Mond, Tel bedeutet erzählen und Vori bedeutet Berg. Es ist also der Berg, von dem wir über den Mond erzählen. In der Wurzelsprache nennt man ihn Lysnarberia. Lys bedeutet zuhören. Na sind die Informationsleute und die zweite Familie in dieser Geschichte. Nars, die bringen die Informationen nach außen. Sie sind die Narrators, die Narratoren, und Vori heißt Berg. Im Englischen würden wir es so sagen, die Nars, die dem Berg zuhören. Wo wir jetzt also stehen, nannte man früher im Paradies die Arena. Und Arena ist ein Platz, wo die Nars, die Informationsleute von den Uruset, standen, und hinter dir, wo diese Büsche sind, machten sie ein großes Feuer. Und diese Nars auf dem Gipfel dieses Hügels, ich komme darauf zurück, wenn wir dorthin gehen, dort war der König. Diese Nars riefen durch das Feuer Fragen an diesen Ra. Dieser König, dort gab es einen Turm, hinter diesem Platz, welchen man Glensham nannte, also ein Turm, von dem man nach unten auf den Valhalla-Wall schauen konnte. Das gesamte Konzept des Allvaters dort oben hinabblickend auf die Oberseite des Planeten kommt also von hier, von dieser Insel. Es ist nicht wirklich jemand, der da draußen im Weltraum lebt und nach unten schaut. Es war somit ganz oben auf der Achse, wo es einen Turm gab, den man Glensham nannte. Glanz bedeutet Schimmern, Hem bedeutet Heim. Dieser Turm war in Gold verkleidet, somit konnte man lediglich flüchtig gucken, um nicht geblendet zu werden. Und auf der Spitze dieses Turms befand sich der Allvater dieses Planeten. In der Wan-Sprache nennen wir ihn Uku, in der Wurzelsprache nennen wir ihn Gube, in Englisch Per. Wir sind alle seine Söhne und Töchter von Per. Wir sind alle Persons. Er ist unser Elternteil und wir kommen von seinem Sperma. Somit wurde dieser Elternteil zu unserem Vater. Wenn man also oben auf dem Turm saß oder stand, war dort ein
eine Nische, durch welche der Allvater des Planeten saß und durch das Tor des Himmels blickte. Das ist also das, was wir die Himmelspforte nennen, genannt Valhalla, Val. Am Boden dieses Hügels dort drüben war sein Sohn Ra, der König, den wir Kuning Aas nennen. In Bahnsprache Ku ist der Mond, Aas sind die Asenleute. Die Asen, die den Mond repräsentieren, Kun in der Wurzelsprache und König oder Ra. In diesem Informationssystem konnten die Nas Fragen an den Ra rufen. Ra würde sich umdrehen und diese Frage nach oben an seinen Vater stellen. In diesem Turm über dem Himmel, oberhalb des Valhalla, der Allvater würde die Frage hören. Er würde sich über den Planeten aufstellen, in etwa so, wie ein lebendiges menschliches Wesen, nicht einer. Und in dieser Stellung würde er darüber nachdenken, was wir Keller nennen. Er würde also sehr tiefgründig über diese Frage nachdenken. Wenn er die Antwort hatte, würde er sie seinem Sohn Ra hinabgeben und Ra würde die Antwort auch wieder weitergeben an die Nas hier weiter unten, sodass sie hören konnten, was der Allvater seinem Sohn und dieser ihnen sagen würde, ein parlamentarisches System. Diese Nas würde nun herausgehen zu den Ringländern, ein Na in jedes Ringland mit dem Programm, das Per oder Tur. Per ist ebenso auch Tur. Ra ist der König und die Nars sind die Nars, somit die Nar-Ra-Tur. Und Tur steht etwa so wie ein T. Diese Nars würden also das Gesagte hinaustragen zu den Mittelstandsleuten, die K-Leute. Diese K-Leute hatten etwas, das man Rasti nannte. Rasti ist ein Ring mit einem gleichmäßigen Kreuz in der Mitte, so wie der Ort, an dem wir vorhin waren, das Zentrum des Planeten und die Meridianlinien, die hinablaufen und über den Nordpol ein Kreuz bilden. Aus diesem Ring würden drei Böcke herauskommen und eine Vorstellung geben, die der Per ihnen gegeben, gesagt hatte, dem Mann sagen, dem Mann mitteilen, was man in der Wurzelsprache Försterling nennt. Diese drei Charaktere, gekleidet als Böcke in Ziegengewändern, sie würden also aus diesem Ring herauskommen und die Informationen an die Männer weitergeben. Sie würden sie den Karl-Leuten geben und Schauspielern, was Tur zu sagen hatte. Also Charakturs, Charaktere oder Akteure. Sie waren Karls, die Tours Programm als Schauspiel zeigen würden. Tur gab ihnen also das Programm vor, von dort oben. Das war ein wenig davon, wie diese Sprache innerhalb der Saga funktioniert. Dies ist also die Arena. Und jetzt werden wir diesen Lysna Beria, diese Kun Telavori, diesen Hörhügel der Nas hinauflaufen und eine weitere Geschichte von dort oben erzählen. Wir stehen hier also an dem Grabmal von Augustus Ehrenswert. Er war verantwortlich für die Erbauung dieser sieben Insel, dieses Fort, zu Salima. Dies ist der Ort, wo der Ra, der König, stehen würde und hier, wo diese Büsche sind, hatte das Feuer gebrannt und dahinter standen die Nars, die die Fragen recht laut durch das Feuer riefen, sodass Ra sie hören konnte. Und von hier würde er die Fragen weiter nach oben geben, zum Allvater, der über diesen Turm gestanden hat. Wo jetzt dieses Museum heute steht, direkt über dem Loch an der Achse des Planeten am originalen Nordpol. Der wahre, der originale Nordpol. Dies war somit das Informationssystem, bei dem die Nas auf dem Hügel zuhörten, was der Ra und der Allvater den Männern zu sagen hatte. Die Männer bekamen ihre Informationen vom Ra und vom Allvater und die Frauen bekamen sie von Akka. Die Frauen bekamen es von der hohen Frau und ihrer Tochter Maya, einer anderen Schwester. Es gibt hier irgendwo noch eine andere Konstruktion, wo die Frauen ihre Geschichte bekamen. Für jede Männergeschichte gab es eine Frauengeschichte. In der Mythologie gibt es Gott und Göttin. Und in der Religion gibt es nur Gott. Und das ist die Mythologie, die Weinemonen. In den Paradieszeiten hatten wir alle Stammbäume. Im Paradies hatten wir Palmen. Und nach dem Paradies, als das Eis kam, hatten wir die Eiche. Und jede Familie hatte einen Baum, der ihr Familienbaum war. Dieser Baum hatte zu dieser Zeit eine ganz besondere Bedeutung. Es gibt zwei Wörter, die wir haben. Das eine ist Seele und das andere ist Geist. Diese sind unterschiedlich und nicht das Gleiche. In dieser Geschichte, wenn man ein- und ausatmet, nimmt man den Geist ein und aus. In der Wurzelsprache nennt man den Geist Ande.
und atmen an das. In der Wahnsprache ist der Name für Geist Henki. Und das Atmen wird Henki Nas genannt. Somit hat der Geist und das Atmen mit dem Geist zu tun. Die Seele, die von der Sonne kommt, die Seele, das Solar. Die Seele ist in jeder Zelle deines Körpers, sie ist die Lebenskraft. Es ist nicht der Geist, sie ist etwas anderes als der Geist. In den Paradieszeiten bis zum Jahr 1050 wurde jeder, wenn er gestorben ist, verbrannt. Wenn das Feuer ausgebrannt war, hatte man etwas, das man Asche nennt. Und Asche ist mit das Trockenste auf diesem Planeten. Und die heidnischen Leute, die alten Völker sagten, dass die Seele in der Asche ist. Alles andere wurde verbrannt, aber die Seele war in dieser Asche. Anschließend sammelten sie diese Asche und legten sie in einem Stierhoden und nähten diesen Sack oben zu. Deine Seele in der Asche wurde nun zu deinem Familienbaum gebracht. Wir alle gehören zu den Eichenbäumen, die wir Eck nennen. Nur wurde deine Seele, deine Asche in ein Loch, welches sie an diesem Baum, an der Wurzel gruben. Somit hast du deinen Familienbaum, wo all die Asche deiner Familienangehörigen unter einem Baum sind. Wenn du dir also einen Baum anschaust, deine Großmutter, dein Großvater, dein älterer Bruder, jeder, der aus deiner Familie von Beginn an gestorben ist, dessen Asche wurde unter einem Baum gelegt. Und in diesem Prozess wird die Seele, das Leben durch das Feuchtigkeitssystem, durch das Dammsystem, in der Wurzel des Baumes gesaugt. Deine Seele ist im Werden. Das ist, was wir in der finnischen Sprache Mahala nennen oder Mala. In der Wurzelsprache nennen wir es Sav. Und auf Englisch nennen wir es Sa. Die Seele würde also in den Saft des Baumes gehen. Sie würde den Stamm des Baumes hinaufsteigen. Von dort aus in die Zweige und dann in die Blätter des Baumes. Unser Leben geht zum Blatt. Das Wort Leben kommt von dem Wort Blatt. Nun ist also unser Leben, unsere Seele, unser Blatt in dem Blatt. Und daher kommt das Glaubenssystem. Aus dem Blatt saugt die Sonne nun, welche ja die Seele macht, die Seele aus dem Grün des Blattes. Und von dort geht sie in die Wurzelsprache nennen wir sie Zentrifugal oder Zentrifugalkraft. Alle Seelen und alle Geister auf diesem Planeten gingen zurück in die Luft und drehten sich kreisrund herum, als der Planet noch die richtige Stellung hatte, und wurden wieder zu dem Loch an der Oberseite des Pols gebracht, weshalb wir es Hol-I nennen. Alle Seelen, alle Geister, von allen lebenden Dingen gingen alle zum Loch. Dies nannten sie damals Himmel. In Wahnsprache nennen sie es Taiwan oder Taiwas. Und in Wurzelsprache nannte man es Himmel. Im Englischen nennen wir es Heaven. Dies ist also der wahre Himmel und wo unsere Seelen hingingen. Den Mann, der dort oben stand, nannte man Uku oder Weinemonen. Er wurde Gube genannt oder im Englischen Pear. Er steht direkt drüber, wo die Seelen hingehen. Er ist ein junger Mann, man nennt ihn Lemminkainen. Und Lemminkainen, er ist der Atmende. Als er anfängt mit den Jotsen, die Bock und die Schwan, Kinder zu machen, atmet er die Luft ein und aus. Somit können die Seelen und die Geister wieder zurück zu diesen Leuten. Dadurch entsteht dieser Ring, durch den wir reinkarnieren, zurück in die Menschheit, weil alle Menschen vom Allvater und von der Allmutter stammen. Das ist das wahre Zentrum von Hell, welches wir Midgard nennen, der Garten in der Mitte. Und wir stehen hier genau auf dem alten Valhalla. Es gab also tatsächlich einen Allvater, der von oberhalb des Planeten herabblickte, von einem goldenen Turm zum Tor des Himmels, genannt Valhalla Val. Und hier unten stand Ra oder auch Kuning Aas in der Wahnsprache. Auch er ist in der Wurzelsprache und in Englisch der King.
Kuning Aas, Ers und King. Dies ist die Geschichte, wie die Seele zurückgeht. All dies wurde durch die Katholiken in 1050 zerstört. Damals kamen 30.000 Männer geschickt vom Vatikan nach Udenmar, welches einen Ring um Udenmar herumgezogen und immer weiter in die Mitte kam. Sie haben alle finnischen Leute hier getötet, wodurch die finnischen Völker ihre Geschichte verloren haben. Das finnische Volk ist schon viele, viele, viele Jahre hier, aber ihre Geschichte, sie wissen nichts. Als die Kirche hierher kam, zerstörten sie nur die Bock-Familie. Sie rannten ins Exil. Eine rannte in Richtung Kayana und der Allvater ging nach Corvertunturi. Dies ist auch der Ursprung der Yultuki oder der Santa Claus-Geschichte. Von 1050 bis 1250, ich spare mir diese Geschichte, aber für einen anderen Tag auf. Wir stehen hier am Schloss Kajaani in Mittelfinnland. Diese Mauern, das, was wir sehen, ist nicht wirklich echt. Denn es wurde in den 1930er Jahren wieder aufgebaut. In der Mitte dieses Flusses ist ein Granitflussbett. Und das eigentliche Schloss ist etwa 7 Meter tiefer gelegen. Am Anfang des letzten Jahrhunderts hat man hier einen Damm gebaut, um diese Umgebung mit Strom zu versorgen. Aber dabei stieg auch der Wasserpegel etwas, also mussten sie die Anlage auch um ein paar Meter erhöhen, um das zu sehen, was hier nun steht. Aber das ist leider nicht echt und nicht das richtige Schloss. Das echte Schloss war ein Ort, an dem der König und die Königin von Finnland, Kuning Aas und Kuning Ata, lebten. Sie mussten jedoch im Jahr 1050 aus Udenmar fliehen, als die katholische Kirche hierher hochkam, um alle in Südfinnland zu töten, wobei sie auch versuchten, diese Bockfamilie vom Planeten zu eliminieren. Der König und die Königin konnten entkommen und kamen hierher, etwa 500 Kilometer nördlich von dort, wo sie ursprünglich herkamen, aus Rasapuri. Und hier lebten sie für 250 Jahre, bis Hell von der Kirche verbrannt und zerstört wurde, wie der Rest von Südfinnland. Hier, wo wir jetzt stehen, ist etwa der Ort, wo die Mitte des Gerichtshofes war. Im Jahr 1250 einigten sie sich mit Schweden, dass sie wieder zurückgehen durften, wenn sie nicht erzählen würden. Zurück nach Südfinnland, wenn sie nie darüber sprechen würden, dass sie König und Königin von Südfinnland waren. Sie trafen eine Vereinbarung oder etwas Ähnliches. Damals gab es hier einen Brunnen und als sie sich einigten, vergruben sie hier, in diesem Brunnen ein Zepter, eine Krone und eine goldene Statue, etwa 288 Kilo pures Gold aus der Zeit vor der Eiszeit. Wir haben hier in den 1990er Jahren einige Tests gemacht, bei denen uns das Bodenradar zeigte, dass hier unten im Boden eine Metallkiste liegt, 6 oder 7 Meter tief. Es wäre also sehr schön, wenn die finnische Regierung oder irgendjemand kommen würde, um die Krone und das Zepter dem König von Finnland zurückgeben würde. Dies ist einer der Plätze in Finnland, an dem Artefakte vergraben sind, die bestätigen können, dass die Bocksaga der Wahrheit entspricht. Es gab ein Foto, welches wir an Ios Begräbnis am 24.07.2011 gesehen haben, als wir seine Asche zu Grabe getragen haben. Es gab also ein Foto von dieser kleinen Insel hier auf dem Wasserspiegel, die viel tiefer lag. Und man die oberen Umrisse der echten Ruine sehen konnte, bevor sie hier das Wasser reinlaufen ließen. Und heute haben wir diesen wunderschönen Damm hier, um die Leute mit Energie zu versorgen.
Wir stehen hier am Eingang zum Lemminkainen-Tempel. Dieser Tempel ist aus der Zeit vor der Eiszeit. Er stammte aus der Zeit, die wir Paradieszeit nennen. Und dieser hohe Felsen, der dort neben diesem Hügel, einem Granithügel steht, ist ein Teil des Grundgesteins. Dieser Felsen auf der rechten Seite, diesen nannte man Sonnenuhrfelsen. Wenn wir hier runtergehen, können wir ein besseres Foto davon machen, da die Bäume ihn gerade bedecken. Das wurde hier alles von Menschen erstellt. Das ist nicht natürlich entstanden. Es befinden sich drei Granitblöcke darunter. Dieser Bau ruht auf einem Felsgestein oder wie ich es nenne, Periskoleo oder dem Urbär. Dieser große Fels, dieser in der Mitte, ist nicht Teil des Hügels. Sehen Sie diesen Spalt, der nach unten läuft. Dieser Fels wurde hier hingestellt. Und wenn man sich die Textur dieses Granits ansieht, auf der Oberseite des Felsens, ist es nicht dieselbe Textur wie dieser andere Fels. Dieser Fels gehört also nicht zu diesem Hügel. Diese beiden Hügel sind voneinander getrennt. Dieser Fels ist der, auf den die höchstrangigste Frau auf diesem Planeten zum Stupa ging. Im Englischen nennen wir sie Ella, im Finnischen nennen wir sie Akka und in der Wurzelsprache nennen wir sie Guma. Der Platz, an dem wir gerade stehen, heißt Akken Pesarante. Akka ist die alte Frau. Pessa ist ein Nest und Rante bedeutet Strand. In der Wurzelsprache nennt man es Gumbustrand. Gum ist die alte Frau, Bu ist das Nest und Strand ist der Strand. Im Englischen also. Das Strandnest der alten Frau, die ganze Umgebung hier wurde der alten Frau gewidmet. Und dies ist Akka ete Stupa, Guma ete Stupa, Ella ete Stupa. Als sie also vom Felsen fiel, als sie ete Stupa machte. Als sie rückwärts vom Felsen fiel und ihr Stock hochhielt, fiel sie auf das Grundgestein, also hier am Eingang, vor dem Eingang in den Lemminkainen-Tempel. Die Akka gingen nie in den Tempel, nur die Männer gingen in diesen Tempel. Dies ist die Geschichte von diesem Hügel, die gesamte äußere Umgebung ist der Frau gewidmet. Dieses Land, in welchem wir stehen, nennt sich Udenmar. So wie ich es vorher erklärt hatte, es ist das Land, das von einem Nordpolpunkt in der Mitte der Insel beginnt. Wenn man 250 Kilometer weggeht und dann einen Kreis zieht, somit entsteht ein Land in Kreisform. Und dieser Tempel hier befindet sich in etwa 30 Kilometer Entfernung vom Nordpol. Dieses Land nannte man früher Hell, aber Hell war kein schlechter Ort. Hell war der Kopf, das Zentrum des gesamten heidnischen Doms des Planeten. In 987 wussten die Asen, die Bockfamilie, dass die katholische Kirche zwei Arme hatte. Die römisch-katholischen kamen in dieser Richtung durch Europa und die griechisch-orthodoxen gegenüber Konstantinopel in Richtung Russland. Sie wussten, dass die Christen kommen, um Hell zu zerstören, weil sie in ihrem Buch die Hölle bereits als schlimmsten Ort der Welt bezeichnet hatten und nur die schlechten Menschen dorthin kommen würden. Diese Familie wusste also, dass sie das hier schützen mussten, damit die Kirche den Inhalt des Tempels nicht finden würde. Das war im Jahr 987. Aber das erkläre ich später. Wenn wir jetzt hier also nach unten gehen, erkläre ich, wie sie diesen Ort versiegelt haben. Hier hinter mir waren riesige Granitfelsen, bis dort unten. Also mussten wir diese erstmal wegschaffen. Wir haben sie gesprengt und den Schutt anschließend weggetragen und uns so den Weg freigemacht. Heute ist es leider sehr matschig, aber vielleicht bekommen wir mal ein schönes Bild von hier, wenn hier mal gesäubert wird. Also gehen wir mal runter und schauen uns das näher an. Im Jahr 987 haben sie also diesen Tempel hier unten versiegelt. Sie haben dann beschlossen, dass der Nachkomme der Familie Bock, der in 1000 Jahren noch am Leben ist, die Verpflichtung hat, diesen Tempel zu öffnen. Im Jahr 1987 hat sich eine Gruppe von uns mit Ior Bock in Goa getroffen.
Er hat uns von diesem Tempel und was sich darin befindet und seinem Zweck erzählt. Im Juli 1987 kamen wir also alle zusammen, trafen uns hier und fingen an zu graben. Ich bekam den Titel Grabungsmeister Nummer 1, da ich als erster mit der Grabung an diesem Tag angefangen hatte. Wir haben 4 Jahre lang gearbeitet, um dorthin zu kommen, wo wir jetzt sind. Wie auch immer, wir gehen weiter runter und ich erzähle, was wir gefunden haben und wie wir es gefunden haben. Am Anfang stand mein guter Freund Kevin Woods mit einem Besen dort oben auf der Ede Stupa. Er verlor den Besen, welcher fiel und fiel und fiel. Schließlich landete. Boom. Das ist da, wo die Akka, die Guma, die Ella aufprallte, als sie fiel, die Stupa. Genau hier, wo der Eingang zu diesem Tempel ist. Wir haben hier, wo diese Wassermarkierung ist, angefangen zu graben. Sie sehen die Feuchtigkeitslinie. Etwa bis dahin war Sand aufgefüllt, sogar ein bisschen höher. Von dort sind wir Stück für Stück bis an den Eingang zur Höhle gekommen. Dort fanden wir 3 Granitplatten, völlig rechteckig und aufeinander gestapelt. Auf diesem Bild sieht man 4, aber es waren eigentlich nur 3 und zwischen jeder Platte war eine Art Ton oder Mörtel. Als wir also in diese Platten reinbohrten, rutschte der Bohrer nach etwa 1 Meter durch. Dadurch verstand der Bohrmeister Heikki Hakunen, dass diese Platten hier nicht zur natürlichen Umgebung gehörten, sondern von Menschen dort platziert wurden. Wir kamen also an 3 von diesen Platten vorbei, und als wir diese weg hatten, gab es noch einen letzten Stein, der in die Öffnung dieser Höhle geschoben und mit Mörtel vollständig versiegelt wurde. Also haben wir dort auch angefangen zu bohren und nach 2,5 Meter ging der Bohrer auch durch. Somit war es klar, dass auch dieser riesige Stein, dieser Kiwi, der in die Öffnung geschoben wurde, auch nicht hierher gehörte. Wir haben also Dynamit hergenommen und den ersten Stein weggeblasen. Boom! Dahinter haben wir noch solch einen Stein gefunden, der in die Öffnung geschoben wurde. Den haben wir dann auch weggeschafft. Wir haben den auch gesprengt, es flogen Stücke über die Straße und einer hat sogar den Telefonmasten erwischt. Als der Stein dann weg war, befanden sich dahinter lauter Felsbrocken, eine richtige Geröllwand aus verschiedenen großen Steinen. Alles mit Mörtel verarbeitet, mit diesem Zeug, das sie Rapakivi nennen, was man nur hier findet, an der Oberfläche, nicht im Boden. Diese Leute haben diese Höhle also vollgepackt mit diesen Felsbrocken und mit Mörtel zu Wänden verschlossen. Wir haben also weitergebohrt, gesprengt. Am Anfang haben wir festgestellt, bevor wir in diesen Hügel hineingegangen sind, dass der Boden so weiter verläuft und dass der Boden aus natürlichem Granit besteht. Wir haben auch gemerkt, dass oben die Decke genauso aus einem Stück Granit besteht und tief hineingeht. Da gibt es auch Säulen, die aus diesen Felsbrocken bestehen. Die in diese Höhle geschoben wurden. Der Tempel selbst in den Hügel nannte man Kypelevori, was so viel heißt wie schnellspielender Hügel. Auf jeden Fall, dieser Tempel geht hier tief hinein. Wir haben also keine Ahnung, wie viele Meter, 30 oder 40 Meter in die Höhle. Wir müssen jetzt hinein, dem Weg folgen und irgendwann auf eine goldene Tür stoßen. Und hinter dieser goldenen Tür, aber das ist eine andere Geschichte, die ich etwas später erzählen werde, darüber, was sich in diesem Tempel befindet. Ich möchte jedoch betonen, dass wir nicht nach etwas suchen. Wir suchen nicht, denn wir wissen, wo er ist. Wir möchten dort hinein. This is
Diese Markierung hier ist etwa auf Höhe des Weges weiter oben. Das ist die Stelle, an der wir angefangen haben zu graben. Damals waren schon ein paar Plastikbecher und Schaufeln hier, die Ior bereitgestellt hatte. Am 19. Juli 1987 kam ich also her und fing mit ein paar Plastikbechern an zu graben. Am folgenden Tag kamen einige Freunde aus Schweden dazu. Erik Kevin Woods, Kari Newman aus Finnland, Cheryl Mail und eine weitere kleine Gruppe von Leuten, die Zeit mit Ior verbracht hatten oder gehört hatten, was hier unten sein soll. Am nächsten Tag haben wir also alle angefangen, hier zu graben. Wir gruben hier etwa 3 Meter tief. Irgendwo hier an der Wand war eine Art Schachbrett, 8x5 Quadrate in den Gang leicht eingekratzt. Aber dennoch nichts Natürliches, diese Quadrate. Das nannte man Hellristring, 5x8 Desiud. Wir haben dann also das Museum angerufen, dass die hierher kommen. Da man das ja, wenn man solch alte Sachen findet, machen muss und die das begutachten. Die kamen dann her, haben sich das angeschaut und gesagt, dass das nichts ist. Somit hatten wir dann die Genehmigung, hier an diesem Tempel aus der Voreiszeit weiterzugraben. Wir kamen nun immer weiter runter durch den Sand, bis wir dann etwas vernünftiges Equipment bekommen haben. Einen kleinen Bobcat-Bagger. Damit haben wir dann den Sand hier diesen schönen Granithügel hochgebracht. Als wir dann gerade über den Eingang kamen, stießen wir auf eine Granitplatte. Eine 8x4 Meter rechteckige Granitplatte. Als Mr. Hakun also in den ersten Stein bohrte, stand ich daneben. Als der Bohrer etwa 1,5 Meter tief kam, ging er glatt durch. Sein Gesichtsausdruck gab uns zu verstehen, dass das hier nichts Natürliches ist, weil das hier Felsgestein ist und kein Wu sein kann, wenn man hier reinbohrt. Er bohrte also erneut und jedes Mal ging der Bohrer erneut durch, in irgendetwas Weiches unter dieser Granitplatte. Selbst wenn man sich diese rechteckige Platte angesehen hat, wusste man, dass das also wirklich nichts Natürliches sein konnte. Er nahm also Dynamit, um den Stein zu sprengen. Doch darunter befand sich nochmal einer, genauso rechteckig. Dieser wurde also direkt darüber platziert und mit diesem Mörtel, den sie Ravlakivi nannten, das ist so eine Art Ton mit kleinen Steinchen. Er bohrte also erneut. Und hu, erneut ging der Bohrer durch den Stein. Auch wieder solch eine rechteckige Platte, die wir dann auch weggesprengt haben. Direkt darunter befand sich dann nochmal eine Platte, genauso rechteckig. Wir kamen dann also in etwa da vorne hin. Da hat er dann nochmal gebohrt. Dort ging der Bohrer dann nicht durch. Aber wir haben dann dort ein Loch hineingesprengt, in den Periskoleo und in den Bär. Das war also bis dahin alles mit Sand gefüllt. Nachdem die 3 Platten entfernt wurden, war da dieser riesige Stein, der direkt in den Eingang der Höhle geschoben war. Er bohrte erneut und dahinter war auch wieder ein Hu. Damit wussten wir dann, dass das auch nichts Natürliches sein konnte. Wir nahmen wieder Dynamit und sprengten das Gestein heraus. Dahinter war dann noch ein Stein, etwa in derselben Größe. Den hat er auch nochmal angebohrt und der Bohrer ging erneut durch, auch wieder rausgesprengt. Dann kamen wir zu diesen gleichmäßigen Wänden aus Gestein, die mit Zement verputzt waren. Wir haben dann jeden Sommer 88, 89, 90 etwas herausgesprengt, bis wir immer tiefer hinein konnten. Dann gingen wir in diese Richtung. Wir haben uns immer direkt nach der Decke gerichtet, die immer tiefer hineinging und am Boden einen perfekten Granitboden und dazwischen dieses Gesteinszeug. Man kann aber schön sehen, wo sich das Sediment gesetzt hat, weil man der Decke schön hineinfolgen kann.
The proof is in the roof. Der Beweis ist in der Decke. Wenn wir also der Decke folgen und alles nicht natürliche Gestein herausschaffen, sollten wir an eine goldene Tür kommen. Ich erkläre dann anschließend, was sich hinter dieser goldenen Tür befindet. Wir müssen einfach weitermachen und dieses Gestein herausschaffen. Wir wissen aber nicht, wie weit wir hinein müssen. Kann sein, dass wir mit einer Explosion hineinkommen. Kann sein, dass wir einen Meter oder 30 Meter entfernt sind. Das wissen wir noch nicht. Der Eingang muss oberhalb des Wasserspiegels sein. Die Tür muss sich also irgendwie auf dieser Höhe befinden. Wir machen aber erstmal in dieser Richtung weiter. Der gesamte Raum hier ist jedoch leider durchnässt, aber irgendwo gibt es einen Hebel oder eine Art Stöpsel. Wenn man an diesen zieht, dann läuft das ganze Regenwasser hinüber in den See, den Hügel hinab. Sie haben diesen damals hineingeschoben, weil sie den Tempel nicht mehr benutzt haben. Wenn sie ihn gebrauchten, zogen sie den Hebel und die ganze Anlage war trocken. Heute müssen wir ihn über die Straße auspumpen, da wir noch nicht an diesen Hebel gekommen sind. Ich sitze jetzt hier an diesen Akaete Stupa. Da unten ist die Sonnenuhr, der Felsen, der Sonnenuhrfelsen genannt wird. Auf diesem Fels war ein Ring mit einem Stift in der Mitte, als Pol des Rings. Und als Udin die Sonne, den Schatten, auf 12 Uhr warf, stand sie hier mit ihrem Stock in der Hand und dem Gesicht in diese Richtung. Sie konnten somit also sehen, dass es 12 Uhr geworden ist. Um 12 Uhr hob sie ihren Stock gerade nach oben in Richtung Sonne. Da sie ihren Stock, den sie eigentlich zum Gehen genutzt hatte, in die Höhe, in Richtung Sonne, zu Udin hielt, verlor sie ihr Gleichgewicht und fiel rückwärts genau vor den Eingang zum Lemminkainen-Tempel. Hier gab es auch eine Konstruktion aus Holz, mit der sie sie hier hochbringen konnten. Damals gab es hier auch keine Bäume in der Gegend. Nur all die Asen und Waren, die gekommen waren, um die Akka zu sehen. Das hier ist der höchste Punkt des Kü Pelevori und der Tempel ist genau hier drin. Wir haben hier einen Test, bei dem ich dabei war, mit einer Maschine von einem Mr. Kopan durchgeführt. Ich habe ihm geholfen, die Kabel zu verlegen. Aber wir haben die Maschine nie auf dem Punkt dort platziert. Dort irgendwo unter diesem Stein sollte es sich befinden. Aber wir sind jetzt hier, in etwa da, wo wir 1990 aufgehört hatten. Dieser Hügel, auf dem wir stehen, nennt sich Kü Pelevori. Wenn wir also von hier zum Eingang des Tempels gucken, dann ist der Fels auf der linken Seite dieses Granithügels, etwa 80 Meter dort drüben, ist dieser Stein, der Akaete Stupa genannt wird, da wo Akka gefallen ist, weil sie mit ihrem Stock nicht mehr laufen konnte. All diese Bäume gab es hier vorher nicht. Als Akka, die älteste Frau auf diesem Planeten, also fiel, brachten sie sie danach genau an diesen Platz, wo sie auf einen vorbereiteten Platz aus Holz gelegt wurde, um sie zu verbrennen. Die Bucht ist da draußen und überall in der Gegend waren Leute auch in Booten, um sie zu sehen, wie sie verbrannt wird und der Rauch aufsteigt. Die Leute sind von überall hergekommen, weil sie unsere Allmutter war. Sie konnten also das Feuer und den Rauch von Akka sehen, als sie verbrannt wurde. Und das hier ist der Platz, zu dem sie sie gebracht hatten.
Von hier nahmen sie also ihre Asche und brachten sie rüber zur Snapatuna, Kirche, wo eine Esche stand. Diese Esche hieß Yggdrasil, der Weltenbaum aller lebenden Dinge. Die Asche mit der Seele von Akka wurde somit unter dieser Esche vergraben. Ihre Asche kam also unter die Esche und ihre Seele ging durch die Blätter mit Hilfe der Zentrifugalkraft wieder zurück nach Valhalla. Die Insel, auf der wir heute Morgen waren, die etwa 30 Kilometer, vielleicht ein bisschen weniger vom Nordpol von hier entfernt ist. Wie auch immer, hier wurden Millionen Akkas verbrannt. Nur sie konnten hier verbrannt werden. Nur sie konnte dort vom Felsen fallen. Dies ist der Platz Akenpesarante, Gumbustrand. Das Strandnest der alten Frau. So, jetzt fahren wir nach Rasupuri, dem ältesten Schloss auf diesem Planeten. Sie nennen das hier Rasupurin Lina. Ra ist der König, Ras ist die Rasse, Lina ist die Linie des Königs. Oh, das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Diesen großen Turm hier nennt man Rabelturm und das ist der Ersturm. So hat das mal ausgesehen mit dem Wasser, das sich darum herum befand. Das Schloss war in weißer Kreide verputzt und dadurch entstand die Spiegelung eines weißen Schlosses auf einem Felsen in der Mitte des Sees. Von hier stammt auch die Cinderella-Geschichte. Ella ist ein anderer Name für Akka, die älteste Frau auf dem Planeten. In Englisch ist es Perenella, in Wurzelsprache ist es Guma und Gube. In Wan ist es Uku und Akka, also sie in der Ella, also genau dort ist Ella. Sie ist die Mutter von Maya und die Mutter von Ra. Wenn man also so eine Konstruktion erbaut, damit der König sprechen kann, vom Kast ergibt sich das Kastell, er teilt also mit. In der finnischen Sprache bedeutet Kaste, jemanden zu taufen. Dieses Schloss ist also keine Festung, sie ist eine Taufe. Die Taufe hatte früher eine andere Bedeutung als die, die wir heute kennen. Es war eine Wassertaufe und diese kam vom König. Im Englischen sprechen wir Castle. Wir haben also das T weggelassen und sagen Castle. Aber eigentlich heißt es Kastell. Das ist das älteste Kastell auf dem Planeten. Die Grundsteine für dieses Schloss sind etwa 9034 Jahre alt. Dies war das Winterhaus für Ra und Maya, den König und die Königin.
Die Türme wurden von den Katholiken zerstört, als sie im Jahr 1050 herkamen. Und von hier flüchteten sie ins Exil, in dieses kleine Schloss Kajani, wo wir vorher waren. Der Name dieses Schlosses ist Rasepuri. Ra ist der König, Ras ist die Rasse. Se ist das Sehen. Und Puri ist unser Stammbaum. Pu bedeutet Baum. Ri bedeutet wieder und wieder. Somit konnte man also seinen Stammbaum auslesen und welcher menschlichen Rasse man angehörte. Lina bedeutet Linie. In diesem Fall die Linie des Ra. Dieses Schloss, welches wir hier sehen, dieser Grundstein ist etwa 9034 Jahre alt. Dies ist das älteste Schloss auf dem Planeten. Im Osten haben wir den Palas, also ein Palast, und im Westen haben wir ein Kastell oder Castle, wie wir es heute nennen. Das ist das Winterheim für Ra und Maya, den König und die Königin. Der König repräsentiert den Mond, in der Bansprache Ku, der Mond. Aas steht für Asen, also wird der Kuning Aas genannt. Ta bedeutet Frau, Mu ist der Mond und sie repräsentiert ebenfalls den Mond, Ku, und sie wird Kuning Ata genannt. Einst stand dieses Schloss in seinen besten Tagen inmitten eines Sees. Verputzt mit weißem Kalk, also ein weißes Schloss. So entstand die Spiegelung eines weißen Schlosses auf dem Wasser mit weißen Schwänen, die hier rumschwommen. Sie hatten ein System, welches sie den Hof der Asen nannten. Diese höchsten Familien des Planeten und diese Asen hatten ein Gabensystem. Dieser Ort Tuna oder Tunastad, wie er hieß, bevor sie ihn in Snapatuna umbenannten, hier konnte man für Tuna geben. Also vor Tuna, woher das Wort Glück oder Reichtum herkommt. Tu ist zwei und Na ist Wissen. Also gab man für das Wissen der beiden dem König und der Königin. Die Menschen dieses Planeten schätzten diesen König und die Königin wirklich sehr und dieser ganze Ball wurde in Ringländer unterteilt. Mehr als 2000 Ringländern mit Jarl, Karl und Trell-Völkern, die in jedem Ringland lebten. Und alle 50 Jahre waren eine Ära des Ra, eine Per-I-Ud. Und während dieser 50 Jahre stellten die Leute auf dem Planeten wundervolle, schöne Gegenstände aus Gold her. Gold, weil Gold der Sonne gehört, weil Gold sich nicht trübt und Stein, wunderschönen Stein. Diese hatten jedoch keinen Wert. Gold hatte auch keinen Wert, außer dass man wunderschöne Artefakte, wundervolle Schmuckstücke damit fertigen konnte. Wir nennen es im Englischen Aesthetics, in der Wurzelsprache nennen wir es Ästhetik. Es ist die Sonne, Ta bedeutet nehmen und Tick hat mit der Zeit zu tun. Tick, Tack, Tick, Tack. Mathematisch antik, Antiquität. All diese schönen Kunsthandwerke, die auf verschiedenen Ringlands über den ganzen Planeten hergestellt wurden, haben wir in diesem Schloss zur Seite A, das A, in den Asener Hof geschickt. Und das gehörte zum System, was Yehova hieß. Ye bedeutet etwas geben. Yay, yay, yo, your, yeah, joy, yes. Hufe, was bedeutet, dass der Hof selbst, also das Schloss selbst, ist der Ho, das aus dem Wort Hufeisen entsteht, das die Form eines Hufeisens hat, was ein Symbol von Ra ist. Die Rose, das Hufeisen, ist ein Symbol für Ra. Und alle 50 Jahre wurde das Innere des Schlosses voll schöner, wunderschöner, handgemachter Artefakte aus einer Zeit, von der wir nicht wissen, dass es Menschen überhaupt gegeben hat. Und alle 50 Jahre kam ein neuer Ra, eine neue Maya, weil der alte König und die alte Königin, der neue Kuning Aas, der neue Kuning Ata werden. Sie wurden dann zur Altkönig und zur Altkönigin. Alle 50 Jahre kam ein neuer Ra und eine neue Maya in einer einzigen Rasselinie der Familie. Und in dieser Zeitperiode war dieses Schloss voll von diesen schönen Aesthetics oder Aesthetics,
und sie mussten all diese Ästhetik aus dem Schloss herausnehmen und irgendwo lagern. Weil es kam das nächste Jehovah-System und das nächste Geber-System für Hove. Und so gingen sie etwa 30 Kilometer östlich von Helsinki, wie der alte Name für Hell lautete. Hell wurde im Jahr 1050 zerstört, worauf ich in einer Minute zu sprechen komme. Sie hatten etwas, das sie Lemminkäin-Tempel nannten. Einen kleinen Tempel, den wir wiedergefunden haben. Wenn wir zu diesem Ort gehen, der eine Art Lagerhaus ist, in dem sie die Epochen dieser Jehovah-Systeme gelagert haben, und einmal, wo jeder Ra und Maya, die diese Periode lagern, diese Kunstwerke in der nächsten und der nächsten über Millionen von Generationen dieser Bockfamilie aufbewahren, so dass sie denken können, dass das 50 Millionen sind. Wir sagten, dass die menschliche Rasse aus den Paradieszeiten stammt. We say that the human race is from the paradise times. Und die Eiszeiten sind 50 Millionen 10.031 Jahre alt, seit es Eis auf dem Planeten gibt. Und die Paradieszeit war länger als die Eiszeit, so dass die menschliche Rasse nach der Bock-Sage mehr als 100 Millionen Jahre alt ist. Als wir auf diesem Planeten lebten und er vollständig tropisch war, gab es dort, wo wir jetzt stehen, kein Eis, sondern tropische Pflanzen in Form von arktischen Pflanzen. Dieses Schloss im Jahr 1050 oder wir gehen ins Jahr 1049. Da kam der erste Papst, Leo der IX. Aus Sachsen, Deutschland, was wir heute Deutschland nennen. Und dieser Leo der IX. Hatte ein System kreiert und versuchte, die alte heidnische Kuppel des Planeten vollständig zu zerstören. Also dieser Leo, der 9. Papst von 1049 bis, ich glaube, 1054, organisierte in diesem Zeitraum eine Armee. Die man Heilvetia nannte, heute heißt sie Schweiz. Und er bezahlte sie mit Gold aus dem Vatikan. Die 30.000 Mann starke Söldnerarmee. Sie kamen, um alle im Süden Finnlands zu töten. Sie mussten Hell zerstören, weil sie in ihrem Buch bereits geschrieben haben, dass Hell der schlimmste Ort auf dem Planeten war. Wo die Hell, die von den Heiden besetzt ist, das Zentrum der Heiden auf diesem Planeten. Am 24. Juli des Jahres 1050 bildeten also 30.000 Armeemänner, die vom Papst geschickt wurden. Sie zogen einen Ring um Hell herum, ein Ringland, die Insel, wo der Ring im Zentrum steht, was ich noch an einem anderen Tag erzählen werde. Und sie kamen alle zusammen und töteten alle, sie verbrannten alles und zerstörten vollständig Hell im Jahr 1050. Sie warfen dort alle Steine herunter. Der Turm ist verschwunden, genau der niedrig gebaute Turm. Der große Turm dort drüben, aber es gab einen Turm der Könige oder Kuning-As und den Kuning-Atar-Turm, Ra-Turm, Maya-Turm. Und sie warfen die Steine weg und zerstörten einen Großteil dieser Burg, wie wir sie heute kennen. Und das ist der See, der hier gefüllt wurde. Wenn sie erst einmal darin graben, werden sie die Steine direkt finden. Die finnische Regierung will dieses Ding als das 15. Jahrhundert oder so bezeichnen, aber die Burg ist tatsächlich 9034 Jahre alt. Und das ist der Ort, an dem die Rassen der Menschen, aus denen sie hierher kamen, und das ist die Rasse aller Menschen auf diesem Planeten. Wir alle kommen aus diesem Ringland, das Asgard oder Hell oder Ashel oder Midgard genannt wird. Es hatte viele Namen. Heute wird das Land Udenmar genannt. Und Uden ist die Sonne. Uden ist der Ring. Uden ist alles. Ma bedeutet das Land. Somit ist es das Land von Uden. Es bedeutet das Sonnenland, das von einer Sonne umgeben war, in einem Kreis immer und immer wieder umherging, wie es in der Saga beschrieben wird. Dieser Pfahl hier ist der Mai-Stamm, der Mai-Pfahl, wo letzten Monat die Mädchen ihn umrundeten. Es ist eine Zeremonie für Maya, die Königin, das Wort Maya, Mais, woher das Korn herkommt. Mayas bei den Indianern. In Hindu bedeutet Maya Illusion. Und daher kommt auch das Wort Mai. Der Monat Mai kommt von May,
So ist Mai im Mai in May. Wenn sie den Maistamm zum Maipol machen, das Ganze zu Ehren der Maya, der Königin, der König im Königstum ist zerstört worden, so dass sie ihn nicht mehr haben. Und als sie kamen, nahmen sie den Thron des Königs und diesen Fußteil des Stuhles des Königs. Ist nur wenige Kilometer von hier entfernt an einem Ort, den sie Afalunen nennen, zusammen mit einigen anderen Dingen. Zwei goldene Statuen, Särge und drei Kristallkugeln, von denen eine aus der Paradieszeit. Paradies, das Paradies war. Pa ist der Papa, Ra ist die Sonne, dies bedeutet trinken oder saugen. Und Sonne ist die Sonne. Also der Pa und Ra und dies trinken, saugen von der Sonne. Das Paradies. Zurzeit haben sie ein Dach darüber gelegt, damit es nicht mehr und mehr zerstört wird. Wir hoffen, dass wir dieses Schloss eines Tages wieder aufbauen können. Ich denke, im Inneren dieses Lemminkainen-Tempel gibt es eine Nachbildung dessen, wie diese Burg früher aussah, als sie tatsächlich vor 9034 Jahren gebaut wurde. Der Turm hier heißt Ra-Glockenturm und er hat eine Form einer Glocke auf der Spitze und der König Ra, der Kuning Aas, steht in seinem Turm und er konnte von dort aus erzählen, was er zu erzählen hatte. Castell erzählt aus dem Kaas, einer Burg. Damit Ra die Information erzählen konnte, dass es überall diesen See gibt, wo jetzt seine Stimme über den See kommt, so dass die Leute rund um den Ort Tunistan rufte und die Leute hören konnten, was Ra zu sagen hat. Und ich bin mir sicher, dass es ein Soundsystem von Maya gab, aber ich kenne dieses System nicht. Aber für jedes System des Männlichen gab es auch ein System des Weiblichen. Ra und Maya waren Geschwister, sie beide erzeugten keine Kinder. Sie waren zwar ein Teil der Herstellung der Rasse der Menschen, aber sie machten selbst keine. Maya war eine Jungfrau und ihre sechs Schwestern wurden Hexer genannt. Sie waren auch alle Jungfrauen und die ersten elf Jungen in dieser Geschichte, Ra, der Älteste, erzeugte keine Kinder. Der zwölfte Sohn, den wir den Bock oder den Lemminkainen nennen, war der Kindererzeuger dieser höchsten Familien namens Pi Ru Et. Pi bedeutet ein Kreis, Ru bedeutet Frieden und Et bedeutet Familie. Hier im heutigen Finnland bedeutet der Klang Piru, den Teufel im Inneren, aber es bedeutet die Friedensringfamilie. Hier war ein Loch, das sie bauten, wo ein Feuer vom Boden aus durch jeden dieser Ebenen nach oben ging. Und die Hitze bis zur Spitze hochgestiegen ist. Dieser Raum ist meiner Meinung nach ein Glockenturm. Er heißt Ra Bell Tower, Glockenturm. Schon vor langer Zeit konnten die Menschen zur Sonne aufschauen und damit untermauern, dass die Sonne die Seele, die Quelle des Lebens ist. Und so konnten sie einen Sonnentempel erbauen, den Lemminkainen-Tempel. Er ist der Sonne gewidmet, ein Sonnentempel. Und diese Burg ist eine Mondburg, die dem Mond gewidmet ist. Weil sie sich so fühlen, als ob die Sonne mit einem Lächeln nach unten blickte, um zu sehen, dass die Menschen die Sonne schätzten. Und den Mond auch. Die Lichter aus dem Mond ist der Ra, also ist der Mann im Mond der Ra.
Der Mond blickte auf die Menschen herunter, um zu sehen, ob die Menschen den Mond bewunderten. Die Idee der Religion brachte den Gott in den Raum. Anstatt dass Sonne und Mond nach unten schauen, die Sonne hat Bewusstsein, weil sie alles erschafft, und der Mond ist ebenfalls Teil des Bewusstseins, weil der Mond ein Teil des ganzen Systems ist. Der beste Freund des Mondes ist die Sonne, also ist Ra der beste Freund von S. Der Sonne des Ras. Sonne und Mond haben also viel mit dem ganzen System von früher zu tun. Die Menschen schätzen Ra und die Sonne, den Mond und die Sonne. Und Ra repräsentiert den Mond und nicht die Sonne, wie wir heutzutage denken, so wie die Ägypter uns das erzählen wollen. Das Licht aus dem Mond ist die männliche Seite. Und die dunkle Seite des Mondes ist die weibliche. Das Dunkle bedeutet in dieser Geschichte nicht negativ. Das Dunkle bedeutet die mystische Seite, sodass es Mondgeschichten gibt. Es gibt Geschichten von der Lichtseite des Mondes und auch Geschichten von der dunklen Seite des Mondes. Vielleicht erzählen die Mondgeschichten auf der dunklen Seite ein paar Dinge, auf die man im Leben achten sollte. Wobei die Menschen der heidnischen Bevölkerung vieles ganz anders verstanden haben, als wir es heute verstehen. Heute wollen sie sagen, es gibt tausende Millionen von Sonnen, aber in Wirklichkeit gibt es nur eine einzige Sonne. Und sie wollen sagen, es gibt hunderte über hunderte von Planeten, aber in Wirklichkeit gibt es nur einen einzigen Planeten. Und sie wollen sagen, es gibt viele, viele Monde. Aber wir sagen, es gibt nur einen einzigen Mond. Sol bedeutet eins, Sonne. Muno bedeutet ein Mond. Plan bedeutet Plan und die Erde bedeutet, dass einer ihrer Planeten ein einziger Planet ist. Und sie sind Planeten auf diesen Ebenen. Mars, Venus und Saturn sind keine Planeten, sie sind Sterne. Wir nennen ihn den Morgenstern und den Abendstern. Heute habe ich ein kleines Problem zu erklären, was der Unterschied zwischen Sonne, Mond und dem Planeten ist. Eine Sonne, ein Mond, ein Planet und Millionen und Abermillionen von Sternen, die sich an der Sonne reflektieren, sind selbst aber keine Sonne. Wenn ich den Engel anschaue, fühle ich mich danach, diesen Engel hier wegzunehmen. Aber ich werde es nicht tun, es ist ein christlicher Engel. Ior würde diesen Engel hier nicht wirklich begrüßen, ich habe ihn hier gelassen.
Ihr Bock, fünf Kisten sind hier. Ich denke, es sind fünf Aschekästen. Sein Vater Knut, seine Mutter Rhea, seine Schwester Raquel, sein Bruder, der von Lennon getötet wurde. Raphael. Und noch eine weitere. Er stellte diese fünf Holzkisten auf. Als die Asche hier stand, streute er sie unter die Wurzeln des Baumes. Ich glaube 1985, 1984 oder vielleicht 1986. Ich bin mir nicht sicher, wann er es hergebracht hat. Und es gibt nur ein Mitglied dieser Familie, dessen Asche hier nicht begraben ist. Und das war seine Großtante Christina Victoria Böckström, die die Schwester von Knut Viktor Böckström ist, der Sohn von Karl Gustav Böckström. Und hier ist die Asche meines Freundes heute zu finden. Hier ist ein Joint für meinen guten Freund. Big Nose, for you, buddy. Bombele. Bohunat Bomsenkar. Bombele Siva. Senkari Alex Siva. Boom. For you. Dieses Land gehört der Familie Bock, die es der Kirche Snapatuna geschenkt hat. Früher wurde ein Teufel auf diesem Kreuz gestellt. Dann nahmen sie es ab und hängten das Symbol des Tor an ihr Kreuz. Und dies ist eine Snapatuna-Kirche. Und es war ein einziger Baum, der hier seit Anbeginn der Zeit stand, der Yggdrasil genannt wurde. Und Yggdrasil war der Baum für alle lebenden Menschen und alle lebenden Dinge auf dem Planeten. Du siehst viele, viele Ablenkungen dieses Weltenbaumes in vielen, vielen verschiedenen Dingen. Und wo wir hier stehen, da war der Baum ein Aschebaum. Und der Schöpfer dieses Ortes, dieser Kirche, hat die Bäume weggeschnitten. Und in den späten 80er Jahren umarmte ich den Baum noch selber mit meinen eigenen Armen. Diese drei großen Kiefernbäume, sie verdrängten den Baum und er fällte das ganze Ding ab. Jedes Mitglied der Bock-Familie seit Frey und Freya, die beiden waren die ersten Menschen auf diesem Planeten und haben ihre Asche unter diesen Baum gelegt. Ior war das letzte Mitglied dieser Familie. Am 24.06.2011 traf sich eine Gruppe von Menschen aus der ganzen Welt, um die Asche unseres Freundes hierher zu bringen, wo sie heute ist. Ein Engel wurde getötet. Für alle Großmütter und alle Großväter, sagte er, und Boom ist. Wenn er gerne am Feuer gechillt hat und der Rauch aufstieg. Boom. Ios Familie war die Familie der Shiva. Die Sonne ist die Shiva, die immer Shiva ist, und der Mond, der Vollmond, ist der Shiva-Mond und bedeutet nicht der Neumond, wie man sagt. Es ist der Vollmond. Shiva bedeutet eine flache Scheibe, also die Sonne, Shiva, und der Mond, Shiva. In der Wurzelsprache bedeutet Shiva eine flache, flache Scheibe ist Shiva. Flat disc is with Shiva.